Sobald wir unser Käferbruder-Hotel eröffnet haben, wird es für uns Scheinchen regnen. Wie meinst du das? Der Plan ging schon mal nach hinten los. Wir sind in Rom. Und wir haben einen Roller. Damit sind wir viel schneller. Jetzt habe ich euch. Wir sind viel zu langsam. So kriegen wir die zwei doch niemals. Ich hab's. Jetzt schalten wir mal in den achten Gang. Accelerate, los geht's. Ich bin Chakra. Hab keine Angst. Nein, warte. Ich bin doch derselbe. Nein. Wer war das? Du weißt einfach nicht, wann du verloren hast, oder? Das musst du gerade sagen. Die schaffen das doch niemals, da drüber zu springen. Danke für den Schubs, Kleiner. Ich werde dich bei der Eröffnungsfeier unseres Hotels in meinen Danksagungen löblich erwähnen. Kein Interesse. Ganz wie du willst. Na klar doch. Für die Sicherheit zu sorgen macht doch am meisten Spaß. Warum denkst du denn, ich würde dir irgendwas aufdrängen wollen? Vielleicht hast du das ja bei mir vor. Ich hab jetzt auch ein paar schnelle Räder unter meinen Füßen. Vielleicht sollte ich doch lieber die Rostbeute nehmen. Oh nein, das war eine doofe Idee. Nein. Das Bürschlein schießt sich heute ganz schön selbst ins Aus. Aber wir lassen es trotzdem nicht drauf ankommen. Lass es uns durchziehen. Du kleiner Schlingel, Sidney. Nichts da. Ich brauche heute keinen Schulbus. Die Sommerferien sind noch nicht vorbei. Das hält uns die Plage definitiv vom Hals. Es reicht jetzt. Lass uns verschwinden. Bevor die Göre wieder zu sich kommt. Es ist vorbei. Ihr habt keine Chance, meiner gepanzerten Gestalt zu entkommen. Ich bin unbesiegbar. Oh, so ein Mist. Haha, ausgeträumt, dein Traum. Bist wohl doch nicht unbesiegbar. Was heißt verlieren auf Italienisch? Ach, egal, ciao. Hinterher, er hat das Pantheon. Capoeira Swing Tritt. Nein, mein neuer Lebenstraum fliegt davon. Oh, ich hab's gleich. Oh, doch nicht. Ich bin gleich bei euch. Oh, nein. Ciao, meine Freunde. Als kleines Dankeschön für meine Rettung habe ich eine Gratis-Pizza für euch mitgebracht. Achtung! Das Pantheon! Für euch habe ich nur die beste Zutaten ausgewählt. Wie konnte denn dieser perfekte Plan nur so in die Hose gehen? Er war makellos. Tja, Ben, ich hoffe, du hast heute was gelernt. Oh ja, du musst dich besser im Zaum halten. Was wollt ihr denn von mir? Ich hab doch gar nichts falsch gemacht. Oh ja, da hast du auch wieder recht. Ja, normalerweise verbockst du immer irgendwas. Heute hast du alles richtig gemacht. Genau, wir müssen nur noch das hier wieder in seine normale Größe bringen. Ich finde, die Ehre habe ich mir heute mehr als verdient.